So Leute, willkommen bei einem neuen Part von Pokémon Sacred Gold. Und wir sind im letzten Part beim Leuchtturm stehen geblieben. Genau. Und jetzt schnell wieder Flipkurve an erster Stelle. Und unser Iglava ist bald unser vom Level her das niedrigste Pokémon. Also von unserem Stamm mit Lern, sagen wir es mal so, weil Gekabe gehört ja nicht zum Team dazu. Weil ich einfach keinen Bock auf ihn habe. Wir haben ja also schon Fulipurba, deswegen. Ja genau, ich ja so ein Quacksu hätte ich verdammt gerne im Team gehabt. Also so als Wasser-Pokémon. Das Problem ist leider nur, den Kingstein haben wir leider für Lascheking verbraucht. Was ziemlich doof war. Weil ich Quacksu eigentlich richtig lustig finde. Oh, ernsthaft. Ich glaube, hat sogar die Fähigkeit Niesel, so wie Kyogre. Aber da bin ich mir nicht ganz so sicher. Entschuldigung. Abgesang. Okay, jetzt haben wir noch drei Runden. Ist der irgendwie dumm, der Gegner? Der hat doch nur ein Pokémon. Der kann gar nichts. Okay, das ist total. Das ist pure Blödheit, aber. Naja. Ja, bei zwei. Komm schon, Flipper, wach auf. Und sechs licht dich aus. Also ich. Okay, jetzt haben wir noch. Naja, ich wechsle jetzt Flipper aus, weil. Aber es soll auch eigentlich aufwachen. Okay, bei 1, aber nee, jetzt müssen wir es auf. Also, bevor ich auf Down gehe, wechsle ich lieber aus. Auf. Auf. Auf unser Knagsel. Einfach, ich denke mal, der braucht auch wieder ein bisschen Erfahrungspunkte. Schicken wir den einfach nach vorne. Ja, hier. Setz ruhig Double Slap 1, das ist Metalllatte. Ja, du triffst was um zweimal. Und 0 und er ist down. Ja, also wer Abgangsbund die Attacke nicht kennt, also wenn man das alle Pokémon, die zu dem Zeitpunkt auf dem Feld sind, und wenn es eingesetzt wird, die sind in drei Runden an K.O., wie man gerade gesehen hat, wenn man es nicht auswechselt. Ich habe jetzt Fulipurwach ausgewechselt und dann war alles okay, aber da er nur ein Pokémon hatte, konnte er es halt nicht auswechseln, was ganz schön doof von ihm war. Aber naja. Ist halt seine Sache. Ah, komm her. Noch ein Marinesoldat. Ja, er labert wieder irgendwas mit Jasmin, was mir eigentlich auch total egal ist. Roberto! Geiler Scheiß, er heißt Roberto. So. Ach, wir schlafen ja noch. Naja, was soll's. Ja. Setz ruhig Water Pulse ein, ist mir egal. Ja. Und nochmal Rasierblatt. Ja, endlich aufgewacht. Gut so. Ja, bevor ich wieder endlich ins Pokémon Center rennen muss und das dann bla 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 werfen. Na, das nervt also. Darauf habe ich keine Lust und Flipover steigt auf Level 32. Bäm. Ich glaube, es wird auch das erste Pokémon sein, was die KP über 100 hat bei uns. Okay, Mashok. Da können wir jetzt einen von den beiden bringen, aber ich bin eher noch für Simsala. Simsala können wir auch sehr gut im nächsten Kampf gebrauchen, oder für die nächste Arena. Weil das ein Kampf-Arena-Leiter ist. Aber bis dahin haben wir noch viel Zeit und bis dahin müssen wir sowieso noch alle Pokémon erst ein bisschen trainieren, bis wir gegen den antreten können. Weil wenn wir gerade zwar gegen die Trainer sogar schon so große Probleme haben, dann wird das gegen den nicht anders sein. Auch wenn wir sehr, sehr effektive Pokémon haben. Also Leute, es geht jetzt schon wieder weiter. Ich musste kurz essen gehen, aber ich denke mal, ihr habt davon nichts mitbekommen. Und jetzt rufe ich für die Mutter an. Es nervt langsam. Aber egal, es geht hoch zu. Ja. Ampharos. Ich spreche mal Ampharos an. Ja. Verstehe dich, ja, sehr tiefgründig. Ja, ich bin Pokémon-Flüsterer, ne? Ist klar, Leute, das ist ja. 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 Ich muss jetzt ganz schnell weg hier und Medizin für ihn holen. Ich hab schon verstanden. Oh, hier gibt's noch einen Supertrank für uns. Das ist natürlich auch sehr, 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 sehr gut. Und jetzt können wir ein paar Stellen runterfahren. Eigentlich sind wir hier nur.
Eigentlich bist du total dumm, weil eigentlich die beiden waren ja mit Glas umhüllt. Wenn man es genau nimmt. Und wenn man jetzt in der normalen Welt wäre, dann wäre man einfach hochgefahren, ohne gegen den ganzen Trainer zu kämpfen. Hätte gegen die Glasscheibe geklopft und danach gefragt. Hätte auch die Tür aufgemacht. Aber nein, wir müssen natürlich den umständlichen Weg nehmen und erstmal alle Trainer besiegen. Ja, das ist natürlich logisch. Und jetzt schnell wieder Pokémon auffallen, aber naja, wir beschweren uns einfach mal nicht. Und einmal auffallen bitte. Dankeschön. Ja. Ja, gestern war auch so ein geiles Wetter. Muss auch sagen, heute war das Wetter eigentlich auch ganz okay, aber jetzt so um kurz vor 11 sieht man davon auch nicht mehr viel. Ja. So, und ich glaube, man bekam hier in dem Haus einen Angel, oder? Die könnten wir jetzt auch gut gebrauchen. Von denen eventuell. Nee. Ich glaube, irgendwo kann man. Yes. Ja, genau, genau. Hier bekommen wir die Super Angel. Oder ist das die Good Word? Ist das die Super Angel? Ich weiß gar nicht. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, Leute. Spaß beiseite. Wenn wir jetzt schon drin sind, dann können wir auch einfach alle ansprechen, ne? Also, denke ich mal. Ja. Irgendwas in Stärke. Und leider hat uns er die vor allem nicht gegeben. So, gibt jetzt vielleicht noch was? Sieht nicht so aus. Und dann angeln wir auch gleich mal uns ein geiles Pokémon, was unser nächstes Teammitglied wird, falls es ein ordentliches Pokémon ist. Das ist natürlich die Voraussetzung. Achso, ich hab gedacht, das ist der Fotograf mal wieder. Oh, was labert die? Was? The Sales Goods of Fiona. Okay. Hätte eins gesehen. Was? Is that Pokémon you have behind you? That's not a fire. Ja, ist halt so. Ich glaube, wir sollen ja irgendwann mal Fione zeigen, aber ich bin mir das jetzt nicht ganz sicher. So, jetzt. Da, genau, das ist die Old Ward und ja, das ist die. Registrieren. Dann will ich. Die Des. Des lecken hört sich auch lustig an. Und. Nein. Oh. Egal, benutzt mir sie halt, ist auch egal. Kann was gebacken? Nein. Nein, das wollte ich gar nicht. Die Angel jetzt einfach mal hier, Daten registrieren. Dann müssen wir dann nicht immer und. Nein, das ist das Falsche. Müssen wir dann nochmal so. Und. Yep. Wir haben eins gefangen und. Was ist es? Was ist es? Oh, geil, ein Stern, du. Stern ist eigentlich ganz nice. Warum nur ein Wasserstein, wenn man den irgendwo herbekommt? Ja. Komm mal nach vorne hier. Mit Knacksel einmal Drachenwut und dann sollte das ganz gut gehen. Also Starmie wäre natürlich ein richtig geiles Wasser-Pokémon. Sag ich einfach mal so, da hier jetzt mal. Aber okay. Ja, kommt schon Sandgrab. Dann halt nicht. Recover, okay. Jetzt hat sie der volle KP. Ach, er macht doch mal eine. Wie viel Fall macht ein Drachenmut? Wir werden es jetzt ja sehen. Es macht. Okay. Wie viele Bälle haben wir denn? Weil ich habe ja das Geld ausgegeben für Tränke und sowas. Okay, komm schon, Hyperball. Versuchen es einfach jetzt. Da müssen wir noch irgendwo bald mal Wassersteine herbekommen, um Sterne zu entwickeln, zu starten. Und zack. Das würde ich mal sagen, war unser letztes Teammitglied. Unser Starmie. Jop. Ist auch, also Starmie ist auch richtig geil. Es ist so, auch wie Simsala verdammt schnell und hab einen mega hohen Spezialangriff. Nö. So, das holen wir uns jetzt mal schnell. Aber, nee, Lol, Surfer. Nee, Surfer haben wir, ah, genau, ja, nee. Ich hab nur leicht, Surfer
Das haben wir noch gar nicht, aber doch, klar, haben wir es bekommen. Das haben wir ja von diesem, als wir das Kimono gerettet haben, da haben wir ja Surfer bekommen. Das habe ich voll vergessen. Und hier. Raus hier. Und danke. Und jetzt schnell, ich dir Stern, du zeig mal. Okay, Wesen, careful. Ängstlich oder was ist das? Ich weiß gar nicht. Aber hier sieht man es, ja. 42 Special Attack, 48 Special Defense. Leider weiß ich jetzt nicht, was. Da, also, warum es blau und warum es rot ist und sowas. Auf jeden Fall ist Speed 60, das ist auch Hammer. Recover ist gut, weiß ich nicht. Also, dieser Typ ist changed depending on. Ah, so, okay. Dann halt. Swift, also Sternschauer und Blitzstrahl. Ja, auf jeden Fall dann schnell. So, und schnell ins Team mit dir. Und dann wär's Team komplett. Guck euch das Team an. Fudipurba, Knaxel, Simsala, Kramurks, Igelava und Sterndu. Haben wir auch aus allen. Nee, ich glaube. Haben wir aus jeder? Nee, aus jeder Generation haben wir. Aus der ersten haben wir Simsala. Aus der zweiten haben wir Igelava. Aus der dritten haben wir leider keins. Und aus der vier. Stern ist auch aus der zweiten, aus der ersten, nicht aus der ersten. Und die drei werden aus der vierten Gen. Ja. Würde ich jetzt Fulipurba theoretisch mit Gekabor tauschen, dann hätte ich auch eins. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Fulipurba ist eigentlich schon ganz geil, aber er lernt Laubkling erst verdammt, so verdammt spät. Das finde ich eigentlich auch kacke. Gewaltrohr wäre auch nicht schlecht, theoretisch. Das ist eine schwere Entscheidung. Weiß ich nicht, aber. Weil Gekabor kann ja auch Laubklinge und. Weil aber Iba, gucke, der ist auch. Der ist ja dann auch, wie heißt das? Eher speziell ausgelegt. Eigentlich speziell haben wir ja jetzt bisher 1, 2, 3. Und die beiden sind auf Angriff und der hier ist auf beides so ein bisschen. Nimm kein Tank, fällt mir dazu auf. Ja, okay, für die Purba so ein, ja, so ein ganz klein bisschen. Nee, wir bleiben bei. Das passt schon. Ich will noch Aeros, wusste ich gar nicht mehr. Okay. Ja, wir suchen eigentlich nur Surfer. Was gerade schon da war. Hier. Eine Power von 95, natürlich ganz schön Hammer. Und einmal Sterne beibringen, dankeschön. Der Sterne erinnert mich auch wieder an die alten Pokémon-Folgen mit Ash, Misty und Rocco. Na, da hat der Misty ja auch immer so ein Sterne und ein Starmie gehabt. Hat er, glaube ich, beide? Beide hatte sie, glaube ich. Wo hat er das entwickelt nur? Ich weiß es gerade gar nicht. Aber ich glaube, sie hatte beide. Gute 40. Interessant. Und jetzt surfen wir. Was soll ich mal? Schutz. Habe ich Schutz vielleicht? Oder ich. Vielleicht sogar schon Wasserstein? Nee, ne? Leider nicht, glaube ich. Woodland Ohr, ja. Hätte ich mir am Anfang mal lieber den Wasserstein geholt. Den Ohr haben wir ja auch kurz darauf bekommen. Es ärgert mich gerade so dermaßen. Das ist unglaublich. Ja, wir haben einen super, super Schutz haben wir. Aber naja. So, ja, ich würde gerne surfen. Und stelle Surfer ein. Und der erste Trainer auf dem Wasser. Unser erster Wasserkampf. Unglaublich ist das doch. Mal gucken, was das erste Wasser-Pokémon ist, gegen das wir kämpfen. Es ist ein Sterndu. Aber es ist schwächer als unseres. Unseres ist nicht viel 30. Ja. Und das ist stärker. Nein, Spaß beiseite. So. Egal. Dann zum nächsten Part hin werde ich erstmal auf jeden Fall alle trainieren. Und ich werde nachgucken, wo man einen Wasserstein herbekommt, damit wir unser Stern entwickeln können. Und jetzt kommt ein Tentacher. Sollte auch kein Problem für unser Simsala sein. Obwohl es mit Tentacher auch eine sehr hohe Spezialverteidigung hat. Aber es soll es trotzdem nicht aushalten. Also, ja, sag ich ja. Das hält es nicht aus. Und 630. Und Level 33 für Simsala.
Damit ist es das stärkste Pokémon in unserem Team. Und es hat fast die 100er Marke erreicht. Ja, bleiben wir mit diesem da drinnen. Gegen Baldorfisch. Und machen zum Psystrahl down. Und tschüss, Baldorfisch. Baldorfisch finde ich echt total dumm. Ich mag den überhaupt. Also. Man kann nicht sagen, ich mag ihn nicht, aber. Der ist mir vollkommen egal. Also. Der ist. Weiß ich nicht. Der ist einfach nur. Weiß ich nicht. Egal. So, Leute, haut rein, bis zum nächsten Mal. Beim nächsten Mal werde ich dann erstmal schon ein Pokémon trainieren. Ah, bis dahin. Ciao.